Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Wir befinden uns hier bei den Affen, glaube ich. Ja, bei den Affen sind wir. Und wir hatten eine Horde an Affen gesehen und kleine Penner, die mich angreifen wollen. Hallo. Unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal bis zu den Affen zu kommen und dann das Genozid durchzuführen. So, wo ist der Schussaffe? Da ist er. Na ja, haut ab. Es gibt kein Entkommen von mir und meiner Macht. Komm. Komm hier. Wo willst du hin, Junge? Jetzt gehen wir rüber zu den anderen. Schieß nicht auf mich. Ich sagte, schieß nicht auf mich. Was war das denn für ein Body Slam? So. Waren hier auf dem Weg noch mehr Affen bis zur Meute? Wir werden das hier einsetzen. Wir werden runterspringen und Kamikaze machen. Kamikaze! Katze! Und wieder auf mich schießt. Jetzt hört er auf mich zu schießen. Oh, ich hab keinen mehr. Uah. Okay, jetzt muss ich mit denen so klarkommen. Aber so viele sind ja nicht mehr da, oder? Ah, er hat mir den Rücken. Ach, Mann. Das ist wie so ein kleiner Boss. Moment, ich hab genau das Richtige. Ich weiß nicht, auf was ich mich fokussieren soll. Oh, muss kurz was trinken. Body Slam! Wow. Was ist da explodiert? Noch kann ich schaffen. Nein, ich brauche den Schützen. Brauch den da. Das töte mich nicht. Okay, Last Man Standing. Jungs, Alter. Affenschnaps, yay. Oh. Wenn ich eine Bombe hätte oder so, würde ich hier farmen. Ganz ehrlich. Würde ich herkommen und jedes Mal eine Bombe reinwerfen. Okay, das hätten wir geschafft. Können nicht mehr wiederbelebt werden. Aber wir müssen das auch nicht mehr machen. Jetzt können wir an denen vorbei. Ach, du bist das. Das ist nicht so gut. Na komm. Habe ich da noch einen gehört? Oh. Und da ist noch einer. Oh Gottes Willen. Wie mache ich das jetzt? Huch. Das war nicht der Deal. Was war das denn? Kontaktmedizin. Davon habe ich jetzt ziemlich viel eingesackt durch die. Ach, das waren die hier unten, die ich gesehen habe. Alter.
Ja, Wiederbelebung muss ich mir erstmal jetzt verdienen. Oder einen Safe Spot finden. Magnetit-Schrott. So, von da oben kamen wir ja schon. Da war nichts mehr. Ich will jeden Loot mitnehmen, der geht. Und irgendwie ging es ja auch nach unten. Das ist ja, das heißt, das hier ist nicht der einzige Weg. Von da hinten kann ich schon mal speichern. Oh, okay, ich kann hier rauf, glücklicherweise. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Oh, was ist das denn? Oh, bitte nicht. Wie viele Bosse wollt ihr mir noch ins Gesicht werfen? Oh, du schon wieder. Wie soll man jemals irgendwie Punkte zusammenkriegen, ohne zu farmen? Ah, Schlangenfrüchte, ja. Es gibt zwei Arten. Eine ist frisch, die andere ist getrocknet. Da drüben. Die getrocknete Frucht ist da drüben. Passiert den vergifteten Sumpf die Erdhöhle entlang, dort werdet ihr sie finden. Wovon redet ihr? Getrocknete Frucht? Was? Bedrückt euch etwas? Etwas Reis für mich? Oh. So soll es sein. Reis, habe ich gesagt. Wenn euch etwas bedrückt, bringt mir einfach Reis. Na gut. Die zweite, die Reis will. Da könnte ich sogar hinspringen, glaube ich, oder? Hm. Wollen wir uns erstmal dem Viech da widmen, dem Riesenaffen? Das kann ja lustig werden. Habe ich da Bock drauf? Oh, guck mal. Können ihn eigentlich für den Anfang sogar skippen. Auch wenn ich ihn ehrlich gesagt machen möchte. Wie sieht's aus mit der Gebetsperle? Wie viel haben wir jetzt? Oh! Mehr als genug. So, ein bisschen mehr Leben. Ah. Ich meine, nützt ja nichts. Gucken wir uns den Affen mal an. Hallo. Oh. Wir haben auch nur ein Leben, ne? Und müsste dich das nicht erschrecken? Ich meine ja nur, das Mr. Affe. Ah, ich kann irgendwie auf seinen Kopf raufspringen. Ja, das juckt ihn irgendwie wenig. Interessant. Ja, wie wär's, wenn du dich erschreckst? Junge! Geronimo! Das ging ein bisschen schief. Also ich stelle mir jetzt nicht so schwer vor. Er ist ein bisschen assi. Das muss man schon sagen. Er erschreckt sich auch nicht so einfach. Das ist auch kacke. Ja, ich würde sagen, ich versuche es einfach ein paar Mal. Ein bisschen Glück schaffe ich den. Und wenn nicht, dann gehe ich woanders lang. Aber ich will ihn schon gerne machen. Surprise Attack! Oh, oh Gott, jetzt furzt auch noch. Kann ich das blocken? Nein, einen Scheiß kann ich. Er kann mich aber ganz gut töten. Oder kann es furzen. Mhm. Und wie eine Rakete damit hochfliegen. Was sehr interessant ist. Hi.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit dem mache. Der kämpft sogar noch auf dem Boden, ey. Alles klar. Junge, Junge, Junge. Wer ist damit? Okay, juckt ihn irgendwie auch nicht. Ich versuche mal die Öltechnik. Allerdings ist hier Wasser. Ich bezweifle irgendwie, dass das irgendwie stark funktioniert. Aber gut. Hier. Könnte funktionieren. Für dich. Ah. Weicht doch nicht aus. Jetzt brenn doch mal. Jetzt furzt er auch noch wieder. Hier. Alter. Jetzt nimm doch mal eine Ladung. Jetzt ist es leer. Also wirklich Sinn macht das auch nicht. Okay. Das Sinnvollste war tatsächlich jetzt erstmal das hier. Trinken. Dankeschön. Ich bin gerade hochgegangen. Das juckt ihn noch nicht mehr. Das juckt ihn einmal. Und das war's. Ich bin tot. Wie kann dich das nicht jucken, Junge? Das muss doch wie Flöhe sein für dich. Guckt euch das an. Und dann dreht er sich hier noch. Und freut sich einen Keks. Das war schon mal nicht schlecht, also, ich weiß nicht, man kann auch nicht irgendwie böse auf den sein, weil er einfach irgendwie durchdreht. Also, das ist einfach nur irgendwie so ein Verrückter. Völlig Bekloppter. Man kann es einfach nur versuchen und irgendwann schafft man es mit Glück. Und manchmal macht er den hier auch nicht. Ich trinke mal einen Schluck, ja. Also es geht nur ab und zu. Und da muss man draufschlagen, wie es geht. Oh nein, er kackt wieder. Au! Du kannst mich doch nicht einfach mit deiner Scheiße bewerfen. Junge. Du musst doch nicht so durchdrehen, Junge. Hier, nimm den hier. Du bist jetzt aber nicht durch, oder?
Dickies. Okay. Juckt die mal wieder nicht. Ah, jetzt bin ich weg. Oh, herrlich. Naja, zumindest habe ich gerade was getrunken. Schreck dich noch mal ein bisschen. Na komm. Okay. Was für ein Arsch. Aber wie gesagt, man kann nicht böse auf ihn sein. Er tut mir irgendwie schon ein bisschen fast leid. Jetzt erst recht. Oh, ich habe ihn in den Haupt. Das ist nicht nett. Oh, das war ein Shinobi? Das war ein Boss? Ja gut, kein Wunder, dass er so einfach war. Die Zwischenbosse sind halt nicht die stärksten. Keine Erinnerung dafür. Okay. Jetzt, das erklärt, warum er so einfach war. So im Endeffekt. Ja, gut, einfach. Ist so dahingestellt, ne? Na komm. Au. Was kannst du denn so Schönes? Ich dachte, es ist vorbei. Kann ich nicht weggehen? Nee, der Nebel ist noch da. Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Jetzt tut er mir nicht mehr so leid. Können wir mal gucken, was der für so viele Fehler macht. Oh. Ja, ich könnte versuchen, hinter ihn zu gehen. Ich komme später wieder. Ich fand dich vorher besser. Vor allem so mit dem Grauen, weißt du? Hm. Man muss eigentlich aus der Ferne arbeiten. Aber ich komme wieder, wenn ich ein bisschen stärker bin, wenn ich ein bisschen mehr Wumms habe, glaube ich. Also ergibt das keinen Sinn. Also gar nicht. Ich meine, der Anfang war okay, ja. Nö, aber dann. Ich guck mal, ob ich den Hans-Dieter verschwinden lassen kann. Und ich meine, ich kann ja sogar noch da unten ins Giftding, oder? Rein theoretisch. Können ja mal kurz runtergucken. Da gab es ja noch einen anderen Weg. So, willkommen im Giftparadies. Ich schätze mal, wenn wir da lang gehen, werden wir langsam vergiftet. Das heißt, wir beeilen uns mal. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Gekommen. Ohne vergiftet zu werden. Perfekt. Bist du ein Affe? Bist du denn für ein Affe? Wo ist aber ein neuer Affe? Können wir bitte woanders kämpfen? Hier so?
Gelbe Schießpulver. Das ist schon... nicht mehr so einfach hier unten. Wenn mehr von den Leuten hier rumhängen... Oh, das ist ein Händler. Was macht denn hier ein Händler? Ich hoffe einfach, dass es nicht mehr so viele von den Affen hier gibt. Knallsamen. Hallo, was hast du zum Anbieten? Hier eine? Noch wo die Was hast du denn für mich? Grüne, moosige Kürbisflasche. Ein runder, moosbedickter Kürbis voller Heilwasser füllt sich beim Rasten wieder auf. Heil zwar kein Giftstatus, reduziert jedoch die Ansammlung an Gift und erhöht den Giftwiderstand. Den haben wir doch. Oder so ähnlich haben wir doch. Der Kürbis wurde aus der Notwendigkeit heraus von denen geschaffen, die vergiftete Landstriche besiedelt haben. Man sagt, wenn man lang genug dort lebt, wird man komplett immun gegen Gift. Wo die Verstimmung. Aber ich habe doch so eine rosa Dinge ins Kirchens, oder nicht? Die ist auch gegen Gift. Oh, jetzt habe ich noch Schluck auf. Da. Ein runder, vertrockneter roter Kürbis, der mit Heilwasser gefüllt ist. Das Heilwasser füllt sich beim jeden Rasten wieder auf, reduziert die Ansammlung an Verbrennung und erhöht leicht den Verbrennungswiderstand. Achso, das heißt, wir brauchen die Flasche, um hier rumlaufen zu können. Oh ja, ich sehe schon. Alles schon so ein bisschen, Aber da oben ist noch was. Ja. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Gift hasse? Also Gift ist das Schlimmste, was man in einem Spiel finden kann, finde ich. Und ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir... Was ist das denn? Ach so, billige Affen. Dass wir das Gift kaufen müssen. Die Giftflasche. Okay, alles klar. Viele Affen. Und? Ein Affenmeister. Genau da. Von hinten zu kommen, wird ein bisschen schwer. Müssen wir gucken, wie wir das regeln. Ich würde sagen, gehen wir erstmal runter. Ich will erstmal noch den hier. Der Rest ist mir dann egal. Mibo Ballon. Ach, guck mal. Hallo, Meister. Nicht töten, bitte nicht töten. Hier, nimm den. Okay, die anderen Affen müssten jetzt ein Klack sein, ne? Finde ich auch. Hallo? Knallsamen. Jetzt hätten wir zu Troller gehen können. Nicht vorher. Ich wollte schon sagen, hier ist irgendwas um die Ecke. Okay. Das zu dem Punkt. Ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne ja, da wieder hoch. Oh gut. Ist anscheinend nicht möglich. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, einen Safe Point finden. Und dann gucken, ob wir den Rüstungshain hier einfach verschwinden lassen können. Wir machen Verschwindibussi. Und das wäre der Knaller. Da würde ich mich drüber freuen. Allerdings gucken wir jetzt erstmal hier runter. Ist hier auf jeden Fall keine Gegner.
Und vermutlich werde ich durchrennen. Wegen Gift. Aber muss ich nicht zuerst das Zeug kaufen? Hilfe! Das war eine böse Wand. Böse Wand? Ach, du bist's. Oder ihr seid's. Die anderen sind einfach mit umgekippt. Das war ein erfolgreicher Genozid. Oh, shit. Nein. Ah, Junge! Oh, jetzt bin ich vergiftet. Nur nicht die Schlange schlagen, nur nicht die Schlange schlagen. Oh, ich habe die Schlange geschlagen. Sei nicht böse auf mich. Sei nicht böse auf mich. Ich renn durch. Soll ich da jetzt runter? Wie komme ich da jetzt durch? Gute Frage, ne? Da. Verzieh dich. Darf ich hier einfach durch? Offensichtlich nicht. Nee, jetzt aber ernsthaft, wie schaffe ich das? Kann ich zurückrennen und sie schlagen? Oh! Bitte. Ich hasse euch. Kann ich auf die Schlange rauf? Scheint sie nicht zu mögen. Kugelchen, Handvoll Asche, Magnetitschrott, böse Schlange. Ja, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie wir das Ganze machen mit der Schlange da. Freut sich da ihres Lebens. Können Sie versuchen, hierhin zu locken? Hallo, Schlangenfreund, hier bin ich. Gucke mal. Oder ich muss sie antäuschen? Hallo? Hallo? Und dann rennen wie verrückt. Aber so wert. Okay, dann ja, dann gehen wir woanders lang, würde ich sagen. Versuchen wir die Typen Verschwindibus zu machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich es probiere. Haut rein, ciao.